Und damit willkommen zu einem neuen Part von Splatoon 2 Online. Heute im Simon-Run. Ja, heute ist wieder Simon-Run dran. Wie schon vor 3 Wochen. Und dann wollen wir loslegen. Warum kein Liga-Kampf? Das habe ich euch im letzten Part so ein bisschen erklärt. Und von daher, lasst uns starten. Wir sehen uns in der Runde wieder. An die Arbeit, hier in der Siedlungsruine, so meint es zumindest die Bär GmbH, wofür wir momentan arbeiten, hier im Simon Run. Und mit am Start sind Johannes, Omoi und 17 Plus, genau, denn das hat wunderbar wenigstens geklappt, dass die drei mit dabei sind. Wir hätten natürlich auch zu viert jetzt schön einen Liga-Kampf spielen können. Leider hat Omoi nicht die Voraussetzung für einen Liga-Kampf, sonst hätten wir es vorher gemacht. Aber ist ja auch nicht so schlimm, also das ist ja auch kein Ding. Dann machen wir das so. Ah, shit, daneben. Okay, dann ist das futsch. Gut, wunderbar, wunderbar. Da machen wir halt Simon Run, macht ja auch extrem viel Spaß. Wir haben das ja im Stream wieder gezockt. Nicht jetzt den Samstag, sondern davor den Samstag. Für mich ist es gerade erst her. Aber da hinten sind auch ein paar Fischeier. Die will ich jetzt haben. Die will ich haben. Die will ich haben. Ey, wie schnell kann er denn hier rüber mit dem Pinsel? Ist ja. Weil ich habe Angst, dass ich da irgendwie runtergerate. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben's. Oh, da ist der Drache, Aber irgendwer kümmert sich schon drum. Alter, wer hat denn hier diese krassen Waffen? Dort? Das. Ah ne, es sind Kanonen, die hier. Ja moin. Wusste ich ja bisher auch noch gar nicht. Ah, das. Die will ich einfach mal ausprobieren. Ich weiß, macht jetzt keinen Sinn. Aber ich. Cool. Die gab's auch im Story-Modus, also. Heftig nice. Heftig nice. Ich wundere mich, was ist denn das? Die hatte ich ja bisher noch gar nicht entdeckt. Wir haben, glaube ich, die Map auch im Stream da gezockt. Das ist ja mehr als heftig. Gibt es noch ein paar Fischer? Ja, habe ich noch ein Fischer? Nein. Mehr als heftig. Nice. So, noch mal ein paar Fischeier hier kriegen. Also solche anderen Fischeier. So, keine Tinte mehr. Ist nicht so schlimm. Ab geht's wieder zurück. Jetzt habe ich den Schwapper. Okay. Mit der Waffe eben komme ich eigentlich sehr, sehr gut klar. So, ist hier eigentlich der Korb? Nee, der Korb ist... Doch, der ist hier. Okay. Jetzt habe ich den Schwapper. Na ja, gut, müssen wir mal gucken, wie ich jetzt mit dem klarkomme. Interessante Musik auch. Bis jetzt sehe ich noch keinen Boss. Oder generell keine Gegner. Hier kommen sie. Hier kommen sie an. Aber der Fisch. Oh, Glück gehabt. Und irgendwer hat ihn gerade bekommen. Wundere mich gerade. Hä, was ist denn das? Was ist denn das bei mir jetzt? Ihr kleinen blöden Viecher. So, da haben wir ihn, haben wir ihn. Da kam jetzt noch. Ah, da. Hallo Drache! Hallo! Oh, jemand. Er ist weg. Nice. So, hier mal ein bisschen mit meiner Wanne rausspritzen. Ah, da haben wir das Teil. Warte, hier ist noch ein Gegner. Den muss ich hier natürlich auch hinkriegen. Weiß nicht, ob wir dieses Mal wieder alle Runden gewinnen. Das war ja vor 3 Wochen der Part. Da haben wir, glaube ich, alle Runden gewonnen. Ist natürlich jetzt auch wieder unser Ziel. Aber mal gucken. Diesmal sind wir halt komplett aus der Community. Beim letzten Mal hatten wir ja, glaube ich, einen Random mit dabei. So. Oder wir waren nur zu dritt. Das weiß ich jetzt nicht, ob wir dann einen Random bekommen haben oder ob wir einfach dann nur zu dritt waren. Eieiei. 10 Sekunden noch. Wir haben die Quote erfüllt, also so heftig reinspitzen brauchen wir jetzt nicht. Ah, schade. Keine Fischeier mehr. Oder Goldeier oder wie auch immer. So, dann die letzte Welle dieser Runde. Oh, jetzt mit einer schönen Sniper. Das ist doch wunderbar. Ja, nächste Woche ist dann wieder Revierkampf dran. Mit Reto dann. Was ich dann am Morgentag aufnehme. Denn bitte beachtet,
Die Folgen sind noch vorproduziert, genauso wie die nächsten Folgen und genauso wie alle anderen Let's Plays oder alle anderen Videos außer Warner Replik. Ja gut, selbst die Warner Replik werden vorproduziert. Aber dieser hier nur zum Teil, der jetzt kommt. Denn ich bin ja ab Freitag nicht da. Ah shit. Daneben, aber ich habe wenigstens. Was? Ich habe jetzt keinen Fischeier da bekommen? Was soll denn das jetzt? Oh, der Drache. Ich versuche den Drachen irgendwie zu kriegen. Einer ist tot, einer von uns ist tot. Ich bin fast auch gleich tot, wenn es hier so weitergeht. Ja, ich bin wirklich tot. Ja, moin. Ja, mit einer Sniper ist man im Nahkampf halt nicht ganz so gut. So. Ah, da. Johannes. Danke. Quote haben wir noch nicht erfüllt, also. Wir müssen jetzt uns beeilen. Es sind noch 45 Sekunden. Sehr, sehr schön. Drei Fischeier. Ah ja, ich gucke mal, ob ich draußen irgendwie einen Gegner finde. Da ist zum Beispiel einer. Sehr, sehr schön. Fischeier jetzt mal kurz sammeln, damit wir die... Ach, die Quote ist jetzt schon erfüllt. Ja, mein, das ging ja jetzt sehr, sehr schnell. Das ging ja wirklich sehr, sehr schnell. Ja, schade. Ich habe mich ein bisschen mehr auf den Boss da konzentriert. Ja, ich finde, mit einer Sniper ist es halt auch am schwierigsten. Danke. Ich bin extra da in den Schießstrahl so gesehen rein. So. Oh, jetzt wird es hier am Ende nochmal ein kleines bisschen eng. Aber wir haben die letzte Welle geschafft. Sehr, sehr schön. So, komm zurück zum Boot. Das kriegen wir hin. Mega nice. Mega nice. Ja, dann sehen wir uns gleich in der zweiten Runde wieder. Mal sehen, wie viele Runden wir schaffen. Wahrscheinlich 4 Stück. Ich glaube, letztes Mal haben wir auch 4 geschafft. Da sind ja die Runden immer gleich lang. Nicht so wie im Rangkampf, wo man dann K.O.-Sieg macht und plötzlich ist eine Runde ganz, ganz kurz. Das gibt es hier nicht. Boah, Johannes hat haufenweise alle... Also, ich bin derjenige nur mit 3 Eiern oder so. Ja, moin. So, dann auf geht's auf eine neue Runde. Hier im Salmon Run. Sind noch alle 4 am Start. Und dann mal gucken, was wir als erstes für eine Waffe haben. Oh ja. Hier mit der Airbrush, da bin ich sehr zufrieden. Hatte ich zwar noch nie, glaube ich, probiert so wirklich. Vielleicht in Splatoon 1. Das kann sein, weil die gab es damals schon in Splatoon 1. Aber vielleicht hat die auch sowieso hier ein paar Änderungen bekommen hier in Splatoon 2. Von daher, ich freue mich auf diese Waffe. Die ist... Ich finde die sehr, sehr gut. Oh, ich muss mal hier von der Ecke weg. So. Shit. 17 plus ist noch ausgewichen, aber ich habe es nicht ganz geschafft. Danke, Johannes. Oder 17 oder wer auch immer. So, das Fischei ist meins. Und zack, hier rein da. So, diese ganzen Fische hier. Ganzen Fische. Ist wie eine Plage. Ich grille euch alle. Ihr kommt heute Abend alle auf den Grill. Obwohl, euch matschige Dinger will ich eigentlich gar nicht auf dem Grill haben. Nein, keine Tinte mehr, aber Johannes oder Omai haben es bekommen. Sehr, sehr schön. Ja, auf meine Community ist eben Verlass. Das muss man halt auch dazu sagen. Wir sind hier schon wahre Profis. Was habe ich denn eigentlich für Sekundärwaffen? Eine Klecksbombe. Ah, warte, die hätte ich dafür für das Ding da nehmen sollen. Ja, komm her. Ja, es sind 3 Klecksbomben gleich drin. 3 Stück. Ja, aber ich wurde gerade getötet. Oh, es lebt nur noch einer. Nur noch einer lebt. Ah, danke. Oh, ich weiß nicht, wer von uns überlebt hat gerade. Auf jeden Fall, Ehre geht raus. Ich weiß nicht, wer der eine war. So, wir stürzen uns gleich auf die Fischeier, obwohl hier noch einige Gegner sind. Aber jetzt haben wir somit die Quote ja noch erfüllt. Das war ja jetzt so richtig knapp mit der Quote. So, habe ich den noch down bekommen. Sehr, sehr schön. Das war jetzt wirklich mehr als knapp. Das war die erste Welle. Oh, Profi-Kleckser. Mit der bin ich auch sehr zufrieden. Oh, Johannes hat hier so einen Sniper. Oh, 17 plus war derjenige, der uns gerettet hat. 17 plus war das. Hat Johannes gerade kurz in den Discord geschrieben. Und da habe ich mal kurz drauf geblickt. So, ah, da hinten sind sie. Mal eine Klecksbombe hinpacken. Ah, keine Tinte mehr.
So, Fischei habe ich. Und zack, Rainer. Ey, der Spielmodus macht wirklich so viel Fun. Also, das ist wirklich nochmal eine super Neuerung hier in Splatoon 2. Gab's ja in Splatoon 1 nicht. So, der Drache ist down. Ich wollte den eigentlich auch selber down schießen, aber man muss an seinen Schwanz rankommen. Das ist nicht gerade einfach. Boah, wie viele Fischeier sind denn hier? Ei, ei, ei. Aber ich muss halt auch schon sagen, die anderen sind viel, also sind richtige Profis hier drin. So, nach meiner Einschätzung. Dagegen bin ich nur so ein komischer Noob. So, dieses Mal haben wir die Quote sehr, sehr schnell erfüllt. Da ist auch noch ein Fischei, was hier herumliegt. Das will ich natürlich hier nicht herumliegen lassen. So, zack. Da auf den Schwanz drauf. Halt, hey, hey. Und weg ist er. So, da ist wieder so ein komischer Regenschirm. Man hat ja auch damals im Tutorial erfahren, was es alles hier für Boss-Almoniden gibt. Oder wie man die auch jetzt immer nennt. Und wie man die auch bekämpft. War damals sehr informativ. Und inzwischen kenne ich so gut wie alle Gegner. So, kommen noch 6 Sekunden, dann kriegen wir noch ein Fischei hier rein. Zack, 27 Fischeier. Das ist perfekt, das ist wirklich perfekt. Dafür, dass die Runde davor, die Welle 1, so schlecht war, haben wir jetzt in der Welle 2, ja, dementsprechend mehr Fischeier geholt. So, oh, ich habe den Schwapper wieder. Ich habe den Schwapper wieder. Aber Johannes hatte vorhin noch einen Sniper gehabt, den hatte ich bisher noch nicht. Aber es sind halt, also der Schwapper, dann der Profi-Kleckser und noch irgendeine andere Waffe sind halt vorgegeben. Und eine Waffe ist zufällig. Und wahrscheinlich die Waffe, die Johannes hatte, war zufällig. Würde ich jetzt mal schätzen. Gut, und halt auch die Sniper waren, glaube ich, auch mit drin. Oder habe ich die jetzt erwähnt? Nee, habe ich nicht. Die Sniper, dann der Schwapper und der Profi-Kleckser. Das sind die feststehenden Waffen. Und alles andere ist so ein bisschen durchgemischt. Also hat einer von uns eine zufällige Waffe. Könnte auch dann theoretisch ein Endsep sein. Boah, wenn ich dann mal einen Endsep dann kriege, das wäre natürlich mega heftig. Ah, ich hab. Doch, ich hab. Nein. Okay. So, mal Johannes da ein bisschen unterstützen. Das Schöne ist, man kann mit dem Schwapper, den ich hier habe, mehrere Gegner angreifen. So hintereinander die Gegner. Das ist mega nice. Und man kann so ein bisschen mit der Bande arbeiten. Das geht auch, glaube ich. Oh, hier wird es jetzt ein kleines bisschen voll. So, Drache ist down, Drache ist down. Wir müssen jetzt einfach nur überleben. Irgendeiner ist down. Ich weiß nicht, wo er down ist. Da, da, oh mein. Oder 17 plus. Ich habe 17 auf jeden Fall wiederbelebt. Jetzt bin ich kurz down, aber ja, hier ist ja gleich 17 bei mir und bedankt sich mit einer Wiederbelebung, so gesehen. Ah, ja, ja, hier ist der Regen. Ich möchte nicht im Regen stehen. Ah, da hat mich der Teil, der Turm da hinten noch bekommen. Aber alle anderen leben. Ich bin der Einzige, der down ist. Von daher, oh, wunderbar. Haben wir die letzte Welle geschafft. Zweite Runde ist clear. Und ja, sehr schön. Alle freuen sich. Das ist doch schön. Ha, wunderbar. Ja, 27 von 9. Das ist in der zweiten Welle wirklich krass. Uiuiui. So, dann die Auswertung generell, oder die Punkte, die wir da jetzt kriegen. 16, nee, warte, was sind die Eier da? Das sind, glaube ich, oben links die Anzeige, ja. Wunderbar. So, nicht lang schnacken, denn es geht gleich weiter. Hier in der dritten Runde des heutigen Parts. Und los geht's, wir sind jetzt alle blau. Das könnte man auch falsch verstehen. Oh, ich habe wieder den Schwapper. Ja, mein. Ja, gut. Dann nehme ich halt gerne nochmal den Schwapper. Oh, einen Roller haben wir auch noch bei uns. Das war wohl die zufällige Waffe heute. Und ich merke halt auch immer wieder, wie ich die Spezialangriffe gar nicht nutze. Im Stream vor anderthalb Wochen habe ich einmal die Spezialangriffe genutzt. Da aber auch nur, weil wir kurz vorm Verrecken waren. Und das hat uns dann nochmal ein bisschen gerettet. Ja, und Johannes hat diese komische Sniper da. Und da kommt ein Drache, da kommt ein Drache. Ja, ich kümmere mich mal um die anderen da. So, 17, da habe ich dich, da habe ich dich, da habe ich dich.
So, komm, ein Fischei. Zack. Ah, da kommen jetzt noch mal ein paar. Die will ich mal kurz abschießen. Wunderbar. Hallo, hallo. Ich habe euch nicht eingeladen. Kuchen ist nur für mich und für die anderen hier. Nur für uns vier. Hallo, du willst hier die Eier klauen? Er hat keine Eier, also denkt er sich, nimmt er sich zwei. Was? Gut. Das musste jetzt sein, es tut mir leid. So, zack, zack, zack. Und Rinder. Jetzt haben wir schon die Quote der ersten Welle erfüllt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und das mehr als erfüllt. Weiß nicht, was bei der letzten Runde in der ersten Welle geschehen ist, dass wir halt da keine Fischeier hatten. Und wie waren wir da komplett lost? Oder wir hatten einfach nur Pech. Ja, jetzt sind die ganzen Fischeier auch schon weg. Haben sie schon alle weggetragen? Oh, da gibt es nochmal einen Gegner. Aber die Welle ist eh vorbei. Achtung! Ayayay. Da bin ich beinahe nochmal gestorben. Ende Welle 1. Wunderbar. Gut. Auf geht's. Welche Waffe habe ich? Oh, ich habe einen Splatling. Das ist auch so. Ich habe jetzt die zufällige Waffe, glaube ich, bekommen. Johannes hat den Profi-Klexer, Oma die Sniper und 17 Plus müsste dann den Schwapper haben. Also, sonst Splatling, der sich ein bisschen. Den man noch mehr aufladen kann. Ich habe ja schon mal ein Splatling ausprobiert. Oder ein Splatling hier gehabt. Das war aber ein anderer. Der war nicht ganz so gut, wie ich finde. So, zack, einfach drauf da. Einfach drauf da. So, zack, Fischeier her. Gut. Ja, gut. Lädt sich oder bleibt es aufgeladen? Nein. Oh, hier. Ah, beim. Warte, beim Fisch muss ich hier vorbereitet sein. Beim Fisch muss ich vorbereitet sein. Und jetzt. Ja, wunderbar, wunderbar. Weil ich kann leider nicht einfach so drauf losschießen, wenn ich will. Ich muss es ja vorher aufladen. Da hinten ist der Turm. Kann ich den Turm erreichen von hier? Irgendwer anders hat sich da, glaube ich, schon drum gekümmert. Okay. Ah, wartet, wartet. Ah, schade, ich habe den nicht ganz bekommen. So, zack. Weg mit euch. Ah, da kommen noch mehr, da kommen noch mehr. Hier liegen noch ein paar Fischeier herum. Die will ich jetzt mal haben. So. Quote ist erfüllt. Das ist schon mal hin etwas. Eieiei. Ich muss hier mal alles wieder ein bisschen umfärben. Keine Tinte mehr. Weg hier, weg hier, weg hier. Ich setz mal hier mal ein paar Bomben ein. Obwohl, das bringt jetzt eigentlich auch nichts. Ja, komm. Einfach drauf losschießen. Sonst nutze ich die Teile auch nicht. Sonst nutze ich die Teile auch nicht. Also von daher haben wir wenigstens einiges von unserer Farbe jetzt hier. Ich habe den Profi-Klexer, sehr, sehr schön. Schwapper hat Johannes. Ah, eine Sniper bei Omoi. Das ist, glaube ich, die zufällige Waffe. Und ja. Gucken wir mal. Jetzt ist sogar schon abends oder nachts geboren. So, warte, da hinten. Geht der Pfeil hin. Ah, wartet. Ah, so. Jetzt sind wir nämlich hier wieder. Ja, die Kanone ist sowas von heftig. Die Kanone ist sowas von heftig. Da hat einer von uns einen Tintenstrahl. So, dann habe ich da ein Fischei, dann bringe ich das mal hierher. So, haben wir ihn, haben wir ihn, haben wir ihn. Zack, wieder rein da. Ja, hier hinten, das hat man so viel schön Platz und dann halt auch noch diese. Zack. Ah, shit, daneben. Schade. Egal. Wir haben da hinten. Ne, da hinten gibt es keine Fischeier mehr. Wurden da schon weggeholt. So, ich gehe mal da in die Kanone hinein. Oh, nein, shit. Ach so, Schwarmarki. Da ist man natürlich nicht unbesiegbar. Hätte ich dran denken sollen. So. Ja, danke, Oma. Danke, danke, danke. Da hinten ist irgendwer. 17 Plus ist da hinten. Da ist er, da ist er. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, je, je. Wir sind zwar alle am Leben, aber dennoch ist es gerade ein bisschen close hier. Ja, mit meinen Klecksbomben konnte ich noch kurz überleben, aber mehr auch nicht.
Omoi und ich sind down. Aber ein 1-0. Wir haben's. Oder? Achso, wir haben nicht die Quote erfüllt. Oh nein! Dabei sagt sich da hinten, es ist gar kein Problem. Ja moin. Eine Runde spielen wir noch. Schade drum, dass es jetzt so gekommen ist, aber ist auch nicht so schlimm. Ist auch nicht so schlimm. Passiert. Also. So schnell kann es gehen. Zack, ist die Zeit rum. Man hat nicht die Quote im Blick. Und zack, hat man verloren in der letzten Welle. Ja gut, jetzt ist nochmal ein Random mit drin, der kleine Roli ist mit da. Ich habe den Profi-Klex, ein Glück. Und ja, denn Omoi musste leider jetzt los. Ist aber auch kein Problem. Ehre, dass er mit dabei war, auch Ehre an Johannes und 17. Plus, dass sie Zeit hatten, dass ich hier nicht ganz alleine mit irgendwelchen Randys spielen muss. So, zack, der Turm muss weg. Danke, mal ein bisschen da 17 mal ein bisschen unterstützen. Ah, keine Tinte mehr. Zack. Und rüber hier. Dass wir schon mal die Quote erfüllen. Achtung. Habe ich ihn. Sehr schön. So, alle mal da rein. Oh, gleich 3 Fischeier. Ich habe geredet gerade. Na gut, war ja jetzt auch nicht so schwer. So, der kleine Rudi, der ist der mit der Sniper. Ich hoffe mal, der ist gar nicht so schlecht. Mit dem müssen wir jetzt die letzte Runde halt noch spielen. Aber er scheint wirklich gar nicht so schlecht zu sein. Na, immerhin. Dann bist du ein guter Mate. Er wird mich zwar nie hören, wahrscheinlich. Wäre lustig, wenn er mich dann doch hören würde. Also gut, wenn man meinen Namen hier, Splatoon 2, den ich hier habe, auf YouTube eingibt, dann kommt man zu meinem Kanal. Also, aber ich nehme mal die wenigsten rechnen damit, dass ich dann YouTuber bin, so gesehen. Ah, da ist jetzt auch noch was. So, kümmere ich mich mal gleich mal mit drum. So. Warte, da kann sich kleinen Rudi drum kümmern. Genau. Cool. Da ist der Drache, da ist der Drache. Oh, ich hab Instabomben, glaube ich. Okay, noch die letzten Fischeier mal kurz reinkriegen, damit unsere Quote noch besser wird. Passt. 18er Quote, sehr, sehr schön. Welle 2 beginnt. Die Welle 2 beginnt. Jetzt habe ich den Schwapper mal wieder. Ja, nice. Kleine Roni hat einen Roller, interessant. Vielleicht kommen bei den zufälligen Waffen auch nur bestimmte zufällige Waffen dran. Das könnte natürlich auch sein. Im Ufer. Ah, da hinten. Wo wir eben verloren haben. Es kann natürlich auch sein, dass nur der Roller eine bestimmte Sniper. Oh, den haben wir auseinandergenommen. Jetzt achten wir mal auch ein bisschen mehr auf die Quote. 1 von 10 haben wir es. 1 von 10. Sehr, sehr schön. Hier Fisch einnehmen. Das ist das zweite Fischei. Bisher habe ich beide Fischeier alleine rangeholt. Leute, kümmert euch mal ein bisschen mehr um Fischeier. 5. Da hinten liegen noch ein paar herum. Sonst nehmen das auch nämlich die Gegner mit und das ist natürlich dann auch nicht so schön. So, 7, 8. Wunderbar, da hinten. Das ist ein kürzerer Weg und dann haben wir wenigstens gleich die Quote erfüllt. Dann können wir uns jetzt ruhig um die Gegner kümmern. Das ist dann auch nicht das Problem. Warte. Du hast hier eins genommen. Ich dachte, ich habe jetzt gerade eins genommen. So, Quote ist erfüllt, sehr, sehr schön. Aber ich versuche die Quote noch ein bisschen zu erhöhen. Indem ich das Fischalter hier noch nehme. Wunderbar. Haben wir das. Da hinten ist der Drache. Ah, er ist fast besiegt. Jetzt haben wir ihn. Wir haben ihn. So, Achtung, Schwarmraketen. Meine Nase juckt. Ich kann aber nicht. Gut, an das Fischalter komme ich jetzt nicht mehr ran, aber jetzt ist wichtig, dass wir nur noch überleben. Welle 2 ist überstanden. Ja, man. Da kommen jetzt nochmal ein paar Schwarmraketen an. Ist auch nicht so schlimm. Let's go. Auf geht's. Oh, ich habe die Sniper wieder. Na, klasse. Letzte Welle und ich die Sniper. Johannes nimmt zum Beispiel die Sniper lieber. Hat er auch noch geschrieben.
Da war Oma ja auch lieber für einen Profi-Klex, also wie ich. Und welches 17 Plus Lieblingswaffe hier ist, keine Ahnung. Ja, zack und zack. Amen. Auch wieder sind wir hier unten. Verstehe, verstehe. So, als erstes mal wieder um die Quote kümmern. Ah, warte, da kommt der Fisch. Der Fisch, der Fisch, der Fisch. Der Fisch auf dem Tisch. Mit dem Wisch. Keine Ahnung. So, zack. Ja gut, an sich sollte der Randy gerade hier erkennen, dass wir hier so eine Art Clan sind. Weil wir ja alle Galaxy vorne im Namen haben. Und wenn er sich über den Clan so ein bisschen informieren will auf YouTube oder so, dann würde er mich wahrscheinlich auch finden. Dann könnte er wirklich zuhören, was wir hier so schön sagen. Ja gut. Haben wir die Quote erfüllt? Ja. Oh, da hinten ist ein Turm. Versucht ihn zu erreichen mit meiner Sniper. Ich kann ihn noch nicht erreichen. Ich kann ihn nicht erreichen. Das ist ein Problem. Ich versuche jetzt mich um den Sniper damals. Achso, oder so. Nein! Shit, ich bin ins Wasser! Nein! Ich hab mich ins Wasser geschubst. Mensch. Na, ich muss jetzt hier mal weg, weil hier sind natürlich keine Teammates. Quote ist erfüllt, es nehmen alle außer ich, weil ich ganz weit weg gestorben bin. Oh, nur noch der kleine Rudi. Aber ich wurde wiederbelebt. Danke, danke, danke. Und wir haben die letzte Welle geschafft. Ich habe die beiden dann noch mal wiederbelebt. Wunderbar. Ja, und letztendlich, der kleine Rudi war der letzte, der dann noch überlebt hat. Von daher hat er einen super Job gemacht. Oder generell, wir alle, wir alle. So, ich bedanke mich nochmal bei 17 Plus, Johannes und Omai, dass sie mit dabei waren. Dass es so kurzfristig dann jetzt geklappt hat. Und dann kann man ja später mal gucken, wie es dann weitergeht. Im nächsten Part kommt dann erstmal Revierkampf dran, mit Retro zusammen. Von daher, euch schon einen schönen Tag. Bis dahin und bye bye.